Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhaft und frohe Ostern. Denn wenn alles geklappt hat, sollte es jetzt Sonntag sein, Ostersonntag sein und ihr, die noch kleinere Kinder habt, kommt sicherlich gerade aus dem Garten, weil ihr mit den Lütten noch ein bisschen Ostereier gesucht habt. Wir haben ja auch einen Schal geworfen, ein bisschen Schapptüch angezogen, man nennt das ja Schapptüch oder das gute Zeug in feinen Sphären, weil es ja nun mal Feiertag ist. Nichtsdestotrotz gibt es am Sonntag natürlich auch ein Video, und zwar Ostersonntag und auch Ostermontag. Man soll das gar nicht glauben. Was haben wir heute vor mit euch? Ja, ich hole ganz kurz aus. Bevor ich aber zu dem Hauptkapitel komme, also das Thema des heutigen Tages, ich habe Dustin, meinem Cutter, versprochen, dass ich heute was mit Osterhasenohren mache, und das zeige ich euch jetzt mal, und ich muss einfach mal weggucken, mir ist das total unangenehm. Ja, hallo Dustin, wie versprochen, Hasenohren, frohe Ostern, und ich glaube nicht, dass ich das wirklich hier mache. Ja, das war für Dustin, der hat sich das gewünscht mit Hasenohren. Dustin, ich hoffe, du bist froh darüber und auf diesem Weg nochmal frohe Ostern. Gut, Spaß beiseite, ernstes Thema. Wir werden uns heute mit Günther Prien befassen und seinem Weg nach Scapa Flow. Warum machen wir das? Ich hatte vor einiger Zeit dem Ricky ist ja einer von unseren Mitarbeitern, sage ich jetzt mal, im Team, der immer, ich sag mal, schriftliche Dinge ausarbeitet, umarbeitet, Themen zusammenstellt oder übersetzt oder solche Dinge. Und ich hatte Ricky gebeten, ob er nicht was über Günther Prien machen kann. Und da war die Idee so ein bisschen das Leben von Günther Prien und naja, so den Werdegang, wie wir das auch bei dem Stern von Afrika schon gemacht haben, bei Hans-Joachim Massé. Nun hat Ricky sich da festgebissen und hat gesagt, also das ist so interessant, da mache ich auch gleich was Großes draus. Mach nicht nur Prien, sondern auch seinen Weg nach Scapa Flow. Und da hat er dann da hingezimmert, also granatenmäßig. Und das ist so viel, dass man daraus zwei Teile machen kann. Also einmal das Leben von Günther Prien, seinen Weg nach Scapa Flow und dann natürlich im zweiten Teil, was passiert in Scapa Flow. Für die, die sich damit nicht auskennen, Günther Prien, U47, Angriff auf Scapa Flow, die Versenkung der Royal Oak und so weiter und so fort. Aber das will ich jetzt nicht spoilern, sondern wir werden da gleich mal in diesen U-Boot-Krieg eintauchen, ziemlich am Anfang des Zweiten Weltkrieges, sehr interessant beschrieben und geschrieben, und da werde ich euch mal so ein bisschen in die maritimen Begebenheiten holen und euch ein bisschen was dazu erklären. Und der Plan ist heute, den ersten Teil zu machen und am Ostermontag um 10 dann den zweiten Teil, damit die Serie auch abgeschlossen ist. Das ist der große Plan. Ja, wollen wir hoffen, dass es alles klappt. In diesem Sinne würde ich sagen, noch einen schönen Ostersonntag. Und ich würde sagen, wir schließen die Luken, blasen die Tanks aus und gehen auf Tiefe. Los geht's. Günther Prien hatte keine sorgenfreie Jugend. Wie so viele andere war auch seine Familie durch die Hyperinflation im Jahre 1923 verarmt. Als ältester von drei Geschwistern lebte er bei seiner Mutter in Leipzig. Damit sie über die Runden kamen, besserte seine Mutter ihre schmalen Verdienste durch das Malen von Bildern auf. Das beste Zimmer der Wohnung vermietete sie. Günther musste in den Läden der Innenstadt Waren zum Verkauf anbieten, die seine Tante zuvor auf dem Land erworben hatte. Er versuchte, dies so gut wie möglich vor seinen Schulkameraden zu verbergen. Aber Günther hatte einen Traum. Seit er Kind war, wollte er zu fernen Orten reisen. In seinem Zimmer hing ein Bild von Vasco da Gama. Der portugiesische Seefahrer führte 1497 eine Flotte von 4 Karavellen um das Kap der Guten Hoffnung bis nach Indien, die sagenumwobene Quelle verführerischer Gewürze und kostbarer Edelsteine. Dank Vasco da Gama wurde der Seeweg dorthin erschlossen und das Monopol der arabischen Händler gebrochen. Portugal stieg zur Weltmacht auf. Günther brach mit 16 Jahren das Gymnasium ab, um Seemann bei der Handelsmarine zu werden. Er wollte seiner Mutter in ihrer Not unterstützen und auch den Traum von der großen Welt verwirklichen. Für 3 Monate besuchte er die Seemannsschule in Finkenwerder bei Hamburg. Da er kein Geld für die Heimfahrt oder eine andere Unterkunft hatte, wohnte Günther noch einige Zeit unter widrigen Umständen in der Schule. Er heuerte als Schiffsjunge auf der Hamburg einem 3-Mast-Vollschiff an. Der Umgangston an Bord war rau
und die Arbeit nicht leicht. Aber Günther bewährte sich. Er wurde zum Seemann und entschloss sich, Offizier zu werden. Als Matrose arbeitete Prien eine Zeit lang auf dem Frachter Pfalzburg. Im Anschluss bereitete er sich auf die Prüfung an der Seemannsschule vor. Schon bald hatte er die Zeugnisse als Steuermann auf großer Fahrt und als Funkoffizier erworben. Damit heuerte er als vierter Offizier auf dem Dampfer San Francisco an. 1931 erwarb Günther Prien das Patent als Kapitän auf großer Fahrt. Voller Hoffnung blickte er in die Zukunft und wurde herb enttäuscht. Tag ein, Tag aus fragte er bei den verschiedenen Reedereien nach Arbeit, wurde aber immer wieder fortgeschickt. Es war die Zeit der Weltwirtschaftskrise und Prien zählte, trotz seiner hochwertigen Ausbildung, zu den rund 6 Millionen Arbeitslosen jener Zeit in Deutschland. Günther konnte aus finanzieller Not nicht länger in Hamburg bleiben. Widerstrebend musste er nach Leipzig zurückkehren. Aber auch dort fand er keine Arbeit. Er war verzweifelt und trat der NSDAP bei, die in ihrem Programm einen wirtschaftlichen Aufschwung versprach. Hiervon erhoffte er sich auch bessere Karten, um wenigstens im Arbeitsdienst arbeiten zu können. Die Plackerei im Arbeitsdienstlager im Vogtland hatte ein Ende, als Günther davon erfuhr, dass die Reichsmarine Handelsschiffsoffiziere als Seeoffiziere einstellte. Im Januar 1933 trat er in Stralsund in die Marine ein. Zunächst absolvierte er die Infanterieausbildung. Nach Abschluss der Fähnrichslehrgänge an der Marineschule Mürwik und der Deckoffizierschule in Kiel sowie einer Dienstzeit auf dem leichten Kreuzer Königsberg wurde er am 1. April 1935 zum Leutnant zur See ernannt. Günther Prien meldete sich zur U-Boot-Waffe. An der U-Boot-Schule in Kiel erhielt er die notwendigen technischen Ausbildungsabschnitte und absolvierte Übungen auf U-3. Im Mai 1936 wurde Prien als erster Wachoffizier auf U-26 unter dem Kommando von Kapitänleutnant Werner Hartmann. Das Boot operierte während des Spanischen Bürgerkrieges mehrmals in iberischen Gewässern. In Hartmann hatte die Besatzung ein gutes Vorbild. Am 1. Januar 1937 erhielt Günther Prien die Beförderung zum Oberleutnant zur See. Ab Oktober 1938 wurde er auf der Krupp Germania Werft in Kiel während der letzten Bauphasen von U-47 in die Technik seines künftigen U-Bootes eingewiesen. Es handelte sich um ein Hochseetauchboot vom Typ 7B mit einer Länge von 66,5 Metern. Dieses verfügte über zwei 1400 PS MAN Dieselmotoren und zwei 375 PS Elektromotoren. Die Bewaffnung bestand aus einem 8,8 cm Geschütz an Deck sowie 12 Torpedos, die über 4 Bugtorpedorohre sowie einem Hecktorpedorohr abgeschossen werden konnten. Prien übernahm das Kommando von U-47 im Dezember 1938 und wurde am 1. Februar 1939 zum Kapitänleutnant befördert. Das Boot und die 40-köpfige Besatzung nahmen ab Mai 1939 zusammen mit anderen U-Booten an Tauch- und Geleitübungen im Nordatlantik und der Biskaya teil. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. U-47 befand sich bei Kriegsausbruch westlich von Bordeaux auf Patrouille. Innerhalb von 1939 wurde Kapitänleutnant Prien befohlen, sich bei Kommodore Karl Dönitz zu melden. Der Befehlshaber der U-Boot-Waffe eröffnete ihm einen waghalsigen Plan. Die Homefleet, sprich die Flotte der Royal Navy, sollte direkt in ihrem Stützpunkt angegriffen werden. Dieser befand sich in Scapa Flow, einer Bucht inmitten der Orkney-Inselgruppe, oberhalb von Schottland. Prien war die Gefährlichkeit dieses Vorhabens bewusst. Bereits im Ersten Weltkrieg hatte die kaiserliche Marine versucht, die Royal Navy in Scapa Flow anzugreifen, was in Misserfolgen endete. U-18 war es am 23. November 1914 gelungen, im Kielwasser eines einlaufenden Frachters die Sperren im Hoxha Sound zu überwinden und in die Bucht von Scapa Flow einzudringen. Da kein lohnendes Ziel ausgemacht werden konnte, setzte sich U-18 ab, wurde aber entdeckt und von zwei britischen Kriegsschiffen gerammt, sodass das Boot von der Besatzung aufgegeben werden musste. Auch UB-116 versuchte, über den Hoxha Sound in die Bucht zu gelangen. Am 28. Oktober 1918 wurde das Boot per Hydrophon in einer Minensperre entdeckt.
Von Land sprengten die Briten die Minen per elektrische Zündung. Alle 34 Besatzungsmitglieder verloren ihr Leben. Dönitz machte kein Hehl aus dem Risiko, welches das von ihm geplante Unternehmen mit sich bringen würde. Die Aufklärung zur See und aus der Luft hatte die Vorkehrungen der Royal Navy zum Schutz von Scapa Flow registriert. So waren die Einfahrten zur Bucht mit Minen, Netzen, Balkensperren und Blockschiffen gesperrt. Besonders gesichert wurden die Hauptfahrwasser Thwither Sound, Hoxha Sound und Hoy Sound. Im Hoxha Sound patrouillierte mindestens ein Vorpostenboot. Zusätzlich war dort ein U-Boot-Netz verlegt, welches bei Ein- und Ausfahrt von Schiffen kurzzeitig geöffnet werden konnte. Wegen der Untiefen und Riffe waren die Einfahrt East Weddell Sound und Water Sound nicht passierbar. Der Scary Sound und der Kirk Sound im Osten der Bucht hatten die Briten schon im Ersten Weltkrieg mit Schiffswracks blockiert. Darüber hinaus bildete die See selbst ein natürliches Hindernis. Ein getauchtes Boot hatte keine Chance, gegen die enorme Gezeitenströmung, Strudel und Querströme anzukommen. Für ein Gelingen des Vorhabens waren daher auch Kenntnisse über die Gezeitenströme und letztlich ein exaktes Timing unabdingbar. Dönitz schilderte Prien eine mögliche, aber nicht weniger gefährliche Route durch den Kirk Sound. Dort hatte sich eines der drei versenkten Schiffe durch den Gezeitenstrom parallel zur Küste gedreht und war ein Stück nach Osten abgetrieben. Somit öffnete sich ein schmales Einfallstor. Durch die geringe Wassertiefe und die starken Strömungen würde man nur aufgetaucht hier durchkommen. Der Kommodore stellte Kapitänleutnant Prien vor die Entscheidung, dieses Unternehmen durchzuführen und räumte ihm 2 Tage Bedenkzeit ein. Mit einem Hinweis auf die absolute Geheimhaltung in dieser Angelegenheit entließ ihn der Befehlshaber der U-Boote. Günther Prien machte sich die Entscheidung keineswegs leicht. Er hatte die Verantwortung gegenüber seiner Besatzung, seiner Frau und der gemeinsamen Tochter. Über den Karten brütend durchdachte er die potenziellen Gefahren und entschied, dass der Kirk Sound die einzige Option für einen möglichen Erfolg des Unternehmens bot. Er wusste, dass er über eine erfahrene Besatzung verfügte. Die Gewissheit, fähige Männer wie den leitenden Ingenieur Hans Wessels, den Obersteuermann Wilhelm Spahr und den ersten Wachoffizier Engelbert Endras hinter sich zu wissen, gab ihm Zuversicht. Schon am Folgetag meldete sich der Kapitänleutnant erneut bei Dönitz, der ihn direkt fragte, ja oder nein? Er erwiderte, jawohl. Sichtlich erfreut erkundigte sich Dönitz nach der Einsatzbereitschaft von U-47 und der Besatzung. Alles müsse nun schnell veranlasst werden, damit ein Auslaufen in kürzester Zeit möglich war. Entbehrlicher Brennstoff und Versorgung sollten aus dem Boot geladen werden, ebenso wie die Presslufttorpedos. U-47 würde elektrische Torpedos erhalten, die keine verräterische Blasenbahn hinterließen. Am Morgen des 8. Oktober 1939 den Stützpunkt verließen. So schlagartig wie die Feuer angegangen waren, erloschen sie um 22.30 Uhr wieder. Um 4.37 Uhr legte sich U-47 auf den Meeresgrund. In 90 Metern Tiefe eröffnete Prien der verblüfften Besatzung mit einigen knappen Sätzen das Ziel der Unternehmung. In der Nacht würde das Boot nach Scapa Flow einlaufen, um Strom und Sauerstoff zu sparen, aber auch um die Besatzung in die nötige Form zu versetzen, ordnete er Ruhe bis 16 Uhr an. Im Maschinenraum hatte der leitende Ingenieur und das Maschinenpersonal währenddessen alle Hände voll zu tun, um einen Schaden am Steuerborddiesel zu beheben. Durch eine schadhafte Dichtung war Seewasser in das Schmieröl gelangt, wodurch ein Totalausfall des Motors drohte. Vom Ausgang der Reparatur hing die gesamte Unternehmung ab. Ohne die volle Maschinenleistung und Manövrierfähigkeit war ein Erfolg ausgeschlossen. Erleichtert nahm der Kapitänleutnant nach einigen Stunden von seinem leitenden Ingenieur die Meldung entgegen, dass beide Dieselmotoren trotz der behelfsmäßigen Reparatur ihre Leistung erbringen würden. Um 16 Uhr erwachte das Boot aus seinem unruhigen Halbschlaf. Nach dem Frühstück traf die Besatzung die Vorbereitung für den bevorstehenden Angriff. 2 Reservetorpedos wurden unter den Flurplatten hervorgeholt und in Schnellladeposition hinter die Rohre 1 und 2 gebracht. In der Zentrale und dem E-Maschinenraum wurden Sprengladungen angebracht, um zu verhindern, dass das Boot bei einem Scheitern in Feindeshand gerät. 19.15 Uhr tauchte U-47 auf.
Beide Diesel sprangen an und das Boot fuhr mit langsamer Fahrt dem Holmes Sound entgegen. Der ganze Nordhorizont wurde durch ein flackerndes Polarlicht in alle Farben des Regenbogens getaucht. Preen wägte die Situation ab. Noch war es leicht bewölkt, sodass nur die Wolken von oben beleuchtet wurden. Aber wenn der Wind den Himmel frei blies, würde sich U-47 als dunkler Umriss klar vom hellen Hintergrund der See absetzen. Sollte die Unternehmung um einen Tag verschoben werden? Letztendlich entschied er sich dafür, den Angriff in dieser Nacht durchzuführen, da die Sicht beim Auffinden des Gegners und dem Zielen helfen würde. Kurz vor Rose Ness gab Preen Alarm, da in Richtung des Leuchtfeuers ein kleines Schiff gesichtet wurde. Auf Seerotiefe und mit beiden E-Maschinen auf langsamer Fahrt fuhr U-47 weiter dem Holmes Sound entgegen. Die Schraubengeräusche des fremden Schiffes näherten sich und waren im Boot deutlich zu hören. Aber es konnte trotz seiner offensichtlichen Nähe nicht durch das Seerohr ausfindig gemacht werden. Den Offizieren wurde bewusst, dass dessen Optik unter diesen besonderen Witterungsbedingungen für einen Angriff nicht verwendbar war. U-47 tauchte um 23.31 Uhr wieder auf, nachdem die Schraubengeräusche nicht mehr geortet werden konnten. Mit beiden zu sehen war. An Backbord befand sich die steile Küste von South Ronaldsay mit dem markanten Gipfel Ward Hill. Etwas weiter nördlich lag die Insel Barrey, von South Ronaldsay durch den Water Sound getrennt. U-47 hielt Kurs auf Rose Ness, den Zipfel im Südosten der Hauptinsel Mainland. An der Einfahrt zum Holmes Sound ließ Preen den Kurs auf 320, sprich in nordwestlicher Richtung, ändern. Der Bug des Bootes drehte nach Backbord. Vor den Augen der Männer auf der Brücke öffnete sich der Holmes Sound. Abrupt gingen sämtliche Lichter am Himmel aus, sodass völlige Finsternis herrschte. U-47 wurde vom Sturm erfasst. Plötzlich war das Polarlicht wieder da. An Steuerbord ragte der Leuchtturm von Rose Ness drohend über dem Boot auf. Preen erkannte eines der Blockschiffe und ließ einen Kurs von 270, sprich in westliche Richtung, setzen, der das Boot dem versenkten Schiff immer näher brachte. Irritiert suchte der Kapitänleutnant die Wasseroberfläche nach den anderen Schiffen ab. Unter dem Kiel kam der Meeresboden unaufhörlich näher. Schlagartig wurde Preen die Lage bewusst. Der anliegende Kurs führte sie nicht in den Kirk Sound, sondern in den Scary Sound. »Hart Steuerbord!« befahl er sofort. Dort, wo sich die beiden Inseln Glimsholm und Lampholm sowie dieses Blockschiff befanden, hätten drei Schiffe liegen sollen. Ganz allmählich drehte sich der Bug in nördliche Richtung und U-47 ließ das versenkte Schiff hinter sich. Plötzlich knirschte es unter dem Kiel. »Äußerste Kraft voraus«, befahl Preen, und das Boot kam frei. Die Wassertiefe nahm langsam zu. Um die Untiefen vor der Insel Lampholm zu umschiffen, ließ der Kapitänleutnant einen Kurs von 30 Grad, sprich in nordöstliche Richtung, setzen. Beide Diesel fuhren nun auf halber Fahrt. An Backbord zog Lampholm am Boot vorüber. Hinter der Insel kamen langsam die Aufbauten des Schiffswracks in Sicht. U-47 lief den steilen Felsen von Mainland entgegen. Knapp 250 Meter davor befahl Preen: »Hart Steuerbord!« Das Boot drehte in westliche Richtung und fuhr mit dem Strom mittig in den Kirk Sound zwischen Lampholm und Mainland hinein. Zwischen beiden Ufern wirkte das Dröhnen der Dieselmotoren auf einmal beängstigend laut, sodass vorsichtshalber auf E-Maschine umgeschaltet wurde. Voraus tauchten die Blockschiffe auf. Ihre Lage entsprach exakt den Luftaufnahmen, die Dönitz an Preen übergeben hatte. Sein Plan war, die nördliche Einfahrt zu durchqueren, die sich durch das parallel zur Küste gedrehtes Schiffswrack gebildet hatte. Gegen 0.15 Uhr würde U-47 diese Enge passieren müssen. Der Strom lief nach Westen in die Bucht hinein. Obersteuermann Wilhelm Spahr ermittelte anhand der Zeiten für Hoch- und Niedrigwasser die voraussichtliche Wassertiefe zum Zeitpunkt der Durchquerung. Schnell wurde klar, dass U-47 zwischen den Blockschiffen nur wenige Zentimeter unter dem Kiel haben würde. Die Strömung nahm deutlich zu und U-47 wurde unerbittlich schnell in Richtung der Sperre geschoben. Würde die Wassertiefe ausreichen?
War der Abstand zwischen den Blockschiffen groß genug? Konnte das Boot den Kurs trotz der starken Strömung halten? Gab es Hindernisse auf dem Grund, die an der Oberfläche nicht ausgemacht werden konnten? Schlagartig erlosch das Polarlicht und alles war in Dunkelheit gehüllt. Die Spannung auf der Brücke war greifbar. Vor dem Bug rauschte das verdrängte Wasser und kündete von der Gefahr, in die das Boot nun teuflisch schnell hineinfuhr. Plötzlich tauchte das Polarlicht die Szenerie wieder in sein gespenstisches Licht. Die Sperre war direkt voraus. U-47 wurde mit Gewalt vom Strom erfasst und nach Steuerbord auf das Wrack eines Segelschiffes zugetrieben. Der Abstand zum Wrack schmolz unaufhörlich, während Prien eine Kurskorrektur nach der anderen befahl. Allmählich fing sich das Boot. Der Raum zwischen den Blockschiffen war beängstigend klein und würde vermutlich gerade so reichen. Ein kleiner Fehler und alles war aus. Plötzlich erstarrte die Brückenwache. Aus dem Wrack des nördlichen Dampfers ragte eine gewaltige Ankerkette im Winkel von 45 Grad nach vorn. Sie stand unter Spannung und traf ungefähr auf der Mitte der Engstelle die Wasseroberfläche. Prien umklammerte die Kante der Brückenverkleidung. In schneller Folge gab er ruhig die Befehle: Backbordmaschine Stopp, Steuerbordmaschine langsam voraus, Ruder hart Backbord. Nur langsam drehte sich der Bug nach Backbord und streifte die Kette. Sie schliff über die Bordwand und drückte U-47 gen Steuerbord in niedriges Wasser. Die Männer auf der Brücke erschraken, als das Boot den Grund berührte. Prien ließ die vorgefluteten Tauchbunker und Zellen ausblasen und U-47 kam wieder frei. Die Ankerkette knirschte nach Achtern davon. Schlagartig wurde das Boot vom Strom erfasst und nach Backbord herumgerissen. Das Wrack des Dampfers kam schnell näher. Nur mit Mühe konnte das in der Strömung torkelnde Boot um das Schiffswrack herum gesteuert werden. Aber schon drohte U-47 an den Felsen von Mainland zu zerschellen. »Hart Backbord«, befahl Prien. Allmählich drehte sich der Bug und die felsige Küste wanderte nach Steuerbord. U-47 hatte die gefährliche Sperre hinter sich gebracht. Der Kirk Sound wurde nun breit. Werfer eines PKWs bewegten sich vom Höhenzug des Ortes hinunter zur Küstenstraße. Die Brückenwache hielt den Atem an. Mit halb zugekniffenen Augen blickten sie dem Fahrzeug entgegen. Der Turm von U-47 wurde im grellen Licht der Scheinwerfer beleuchtet, wie eine Opernsängerin auf der Bühne. Der Fahrer musste das Boot gesehen haben. Und tatsächlich, er setzte zurück und brauchte vor Schreck gleich mehrere Anläufe, um sein Auto zu wenden. Mit Vollgas fuhr er in die Nacht davon. Wie viel Zeit würde die Besatzung von U-47 nur noch bleiben, bis Alarm geschlagen wird? Der Kapitänleutnant gab Befehl, die E-Maschinen abzustellen und mit beiden Dieseln auf halber Fahrt den Kurs 280 einzuschlagen. Die Nacht wurde nun vom Dröhnen der Motoren erfüllt. Vor dem Boot tat sich die Bucht wie ein kleiner Binnensee auf. Am Himmel tanzte das Polarlicht und die Oberfläche der See schimmerte geisterhaft. U-47 war im Operationsgebiet. Prien wollte die Besatzung unter Deck nicht länger auf die Folter spannen. Auf Gefechtsstation! Wir sind in Scapa Flow! Die Brückenwache suchte mit ihren Fernlesern die Wasseroberfläche ab. Trotz der guten Sicht schien die Bucht wie leergefegt. Prien ließ daher einen südwestlichen Kurs in Richtung des Hauptankerplatzes von Scapa Flow setzen. In der Ferne konnten schemenhaft die Insel Hoi und die ihr vorgelagerten Inseln Kawa, Risa, Faro und Flotta erahnt werden. Dem Kapitänleutnant war bewusst, dass sich am Eingang von Long Hope, einem natürlichen Fjord der Insel Hoi, der Marinestützpunkt Lines befand. Auch wusste er, dass hinter der Insel Faro der Ankerplatz der Zerstörer lag. U-47 hatte mittlerweile eine Position nordwestlich der Insel Hunda erreicht. Von hier konnten die Männer direkt in den Hoxer Sound blicken. Erschrocken stellten sie fest, dass sich dort ein Wachboot befand. Es war im Polarlicht ganz deutlich zu sehen. Jeden Augenblick musste U-47 entweder als dunkle Silhouette auf der schimmernden See oder durch den Lärm der Dieselmotoren bemerkt werden. Aber es geschah nichts. Offenbar rechnete an Bord des britischen Schiffes niemand damit, dass sich ein U-Boot aus der entgegengesetzten Richtung nähern würde. Oder die Besatzung schlief in seliger Ruhe. Enttäuscht stellte Prien fest, dass sich am Hauptankerplatz keine Schiffe befanden. Auch in Richtung von Hoi herrschte gehende Leere. War die Flotte etwa ausgelaufen?
dafür sprach, dass die Briten am 12. Oktober die Befeuerung für eine halbe Stunde eingeschaltet hatten. Dagegen sprach, dass ein solches Flottenmanöver seitens der deutschen Aufklärung längst bemerkt und über den Befehlshaber der U-Boote auch an U-47 gemeldet worden wäre. Der Kapitänleutnant gab den Befehl umzukehren, um unterhalb von Mainland nach Schiffen zu suchen. Seit einer halben Stunde befand sich das Boot nun in Scapa Flow. Prien richtete seinen Blick in Richtung der Bucht von Scapa, nordwestlich der gegenwärtigen Position von U-47. In dieser befand sich der südliche Hafen von Kirkwall, dem Hauptort der Insel Mainland. Große Schiffe konnten diesen Hafen wegen eines natürlichen Hindernisses nicht anlaufen. Ein Felsen, knapp 2 Meter unter der Wasseroberfläche, versperrte mittig den Eingang zur Bucht. Sollten sich noch dicke Pötte in Scapa Flow befinden, dann würden diese wohl eher südöstlich dieses Einganges zu finden sein. Angestrengt suchten die Männer auf der Brücke die Wasseroberfläche ab. Das Polarlicht war hilfreich, aber auch unbeständig. Von Zeit zu Zeit wurde die ganze Szenerie in Dunkelheit getaucht. Mainland lag voraus. Unvermittelt meldete Bootsmaat Zilas eine Sichtung an Backbord. Alle Ferngläser wanderten in diese Richtung. Es war nichts mehr auszumachen. Dennoch ließ Prien das Boot hart Backbord steuern, wodurch es nun parallel zur Küste in Richtung der Bucht von Scapa fuhr. Sollten innerhalb der nächsten Viertelstunde keine Ziele auftauchen, müsste die Unternehmung abgebrochen werden. Wieder war es Zilas, der die Umrisse eines vor ihm liegenden Schiffes erkannte. Und tatsächlich, in etwa 4000 Metern Entfernung lag ein dicker Pott, den Bug auf das Festland gerichtet. Die Anspannung stieg. Prien erkannte an den Aufbauten, dass es ein Schlachtschiff der Queen Elizabeth oder der Royal Sovereign Klasse sein musste. Da U-47 direkt auf das Ziel zuhielt, bildete es im Wasser nur einen schmalen Umriss und war vom Deck des Schiffes sicher schwer auszumachen. Letztlich würde das Überraschungsmoment aber darüber entscheiden müssen, ob ein Angriff gelingen konnte. Bei einer Entdeckung wäre U-47 ein gefundenes Fressen für die Geschütze des Kampfschiffes. Die Brückenwache staunte nicht schlecht, als sich hinter dem Schlachtschiff schemenhaft noch ein weiteres großes Kampfschiff andeutete. Die Länge des Schiffes und die beiden Schornsteine deuteten darauf hin, dass es ein Schlachtkreuzer war. Prien gab Befehl, die Torpedorohre 1 bis 4 klar zum Schuss zu machen. Des Weiteren ordnete er an, die Tiefe von 7,5 Meter bei einer Entfernung von 3000 Meter und einer Torpedogeschwindigkeit von 30 einzustellen. Streuwinkel grün 3. Zwischen dem ersten Wachoffizier am Torpedozielgerät auf der Brücke und dem Gefreiten Schmützek im Turm vor dem Torpedo-Vorhalterechner fand ein schneller Austausch über das Sprachrohr statt. Zielgerät, Kreiselkompass und Vorhalterechner waren synchronisiert. Der Rechner wurde auf die Torpedos geschaltet, der diese automatisch kalibrierte. Ein Abschuss war nun jederzeit aus jedem Winkel kleiner als 90 Grad möglich. Auf der Brücke nahm Endras die Back des Schlachtschiffes ins Fadenkreuz. Kapitänleutnant Prien gab die Feuererlaubnis. Rohr 1 los, Rohr 2 los. Endras drehte die Zieloptik nach rechts, bis der Bug des anderen Schiffes im Fadenkreuz eingewandert war. Rohr 3 los und gleich danach Rohr 4 los. Das Boot bockte dreimal. Der Torpedo in Rohr 4 hatte das Boot nicht verlassen. Irgendwas war da schiefgelaufen. Auf der Brücke lief die Stoppuhr. Nach 3,5 Minuten stieg eine meterhohe Wassersäule am Bug des Schlachtkreuzes auf. Ihm folgte eine Explosion, die von den Steinklippen Mainlands widerhallte. Da sich die Detonation unter Wasser ereignet hatte, konnte die Besatzung im Bootskörper von U-47 die Erschütterung noch auf dieser Entfernung wahrnehmen. Das getroffene Schiff schien völlig unbeeindruckt und lag ruhig vor Anker. Schnell war klar, dass es 2 Fehlschüsse gegeben haben muss, denn das näherliegende Schlachtschiff wurde komplett verfehlt. Wie war das bei den stillliegenden Zielen überhaupt möglich? Es blieb keine Zeit für Erklärungsversuche, denn U-47 machte bereits kehrt, um einen weiteren Aal aus dem Hecktorpedorohr abschießen zu können. Rohr 5 los! Wieder ruckte das Boot, als der nun 4. Torpedo seinem Ziel entgegenschnellte. Die Ruhe beim Gegner war gespenstisch. Hatte man den Angriff nicht bemerkt? Der Bug des getroffenen Schlachtkreuzers war inzwischen deutlich hinabgesunken.
Breen gab Befehl, die Torpedorohre 1 und 2 für einen erneuten Anlauf nachzuladen. Torpedorohr 4 wurde als wieder klar gemeldet. 3 Minuten waren verstrichen. Der Hecktorpedo hatte also sein Ziel verfehlt. Die Spannung auf Erd. Endlich kam die Meldung, dass die Rohre 1, 2 und 4 klar zum Schuss waren. Hart Steuerbord, befahl der Kapitänleutnant. Das Boot entfernte sich von der Küste. Seit dem letzten Torpedoabschuss waren 14 Minuten verstrichen. Der Kurs wurde korrigiert, bis U-47 dem Schlachtschiff erneut parallel zur Küste entgegenlief. Inzwischen waren die Briten aus ihrem Tiefschlaf erwacht, denn die Brückenwache konnte einen Scheinwerfer ausmachen, der vom Schlachtschiff ausging und in Richtung Land strahlte. Breen entschloss sich, die vorbereiteten Torpedos aus kürzerer Entfernung auf das Schlachtschiff abzuschießen. Da bei den vorangegangenen Angriffen 3 von 4 Torpedos ihr Ziel verfehlt hatten, konnte er nicht ausschließen, dass diese schadhaft waren. Endras richtete das Zielgerät auf das Schlachtschiff aus, wobei die Visierlinie auf dessen Schornstein lag. Wieder wurden die Daten bezüglich Entfernung, Lage und Strömung weitergegeben. Die Silhouette des Schlachtschiffes wurde voraus immer größer. Mündungsklappen öffnen, befahl Breen. Die Hand des ersten Wachoffiziers schwebte über dem Abfeuerungsknopf. In knapp 1500 Meter Entfernung zum Schlachtschiff gab der Kapitänleutnant den Befehl, hart Steuerbord, Feuererlaubnis. 3-mal ruckte das Boot, wieder wurde die Stoppuhr gestartet. 3 Minuten verstrichen. Plötzlich erhoben sich in Höhe der Brückenaufbauten des Schlachtschiffes hinter dem Schornstein und in der Höhe des oberen Turms 3 Wassersäulen. Das Echo der Detonation schlug von den steilen Klippen zurück. Schwarzer Qualm stieg dort auf, wo der zweite Torpedo aufgeschlagen war. Die Nacht wurde schlagartig von einem weißblendenden Blitz erhellt und eine gewaltige Druckwelle schleuderte stählerne Trümmerteile durch die Luft. Ein infernalischer Flammendolch schnitt vom achteren Teil des Schlachtschiffes in den Himmel hinauf und fiel in sich zusammen. Die Explosion war so stark, dass auch der Bootskörper von U-47 bebte. Über dem Schlachtschiff bildete sich eine pilzförmige Rauchwolke, die jedes Licht verzerrte. Die Luft stank nach verbranntem Pulver. Binnen weniger Minuten legte sich das Schlachtschiff auf die Seite. Endras konnte in unmittelbarer Nähe des sinkenden Kolosses ein kleines Schiff ausmachen, das mit einem Scheinwerfer ununterbrochen Hilferufe abgab. Durch die zunehmende Entfernung und den dichten Qualm fiel die weitere Beobachtung des Geschehens schwer. Nach etwa 10 Minuten war am bisherigen Standort des Schlachtschiffes nur noch eine kräftige Dünung auszumachen. Es musste auf Grund gesunken sein. Scapa Flow erwachte. Die Männer auf der Brücke konnten Zerstörer und U-Jagdboote ausmachen, die in hektischen Zickzackkursen mit Scheinwerfern die Wasseroberfläche absuchten. Lichtzeichen wechselten zwischen den Schiffen und der Küste hin und her. Breen ließ beide Diesel auf Hochtouren laufen. Das Boot fuhr nur 200 Meter unterhalb der steilen Klippen von Mainland mit südöstlichem Kurs dem Kirk Sound entgegen. Scheinwerfer strahlten von Land in den Himmel auf der Suche nach deutschen Flugzeugen. Auf der Küstenstraße waren die Motoren von Autos zu hören. Bedrohlich kreuzten sich die Scheinwerfer im Himmel über U-47. Es hatte fast den Anschein, als würden die Briten die Dieselmotoren des U-Bootes orten und für Flugzeugmotoren halten. Das Blut gefror der Brückenwache in den Adern, als sich achtern plötzlich die sich schnell nähernden Umrisse eines Zerstörers abzeichneten. Der Kommandant erteilte den Befehl, die E-Maschinen zuzuschalten. U-47 fuhr nun auf äußerster Kraft und kämpfte gegen die Strömung an, die aus nordöstlicher Richtung kam. Es bestand kein Zweifel, dass der Zerstörer zumindest das Kielwasser des U-Bootes sah. Breen ließ daher den Hecktorpedo zum Schuss klarmachen. Ihm war bewusst, dass dies der letzte Strohhalm für seine Besatzung war. Der Druck lastete auch auf Endras am Torpedo-Zielgerät. Dieser Aal durfte sein Ziel im Ernstfall nicht verfehlen. Die Insel Glimsholm kam in Sicht. Etwas weiter links waren die Blockschiffe im Scary Sound auszumachen. An Backbord befand sich der Kirk Sound. Der Obersteuermann Spar informierte den Kapitänleutnant, dass nun in der nördlichen Einfahrt des Kirk Sounds Niedrigwasser herrschte. Daher entschied Breen, die südliche Durchfahrt zu nehmen. 400 Meter vor der Insel Glimsholm gab Breen den Befehl, hart Backbord. U-47 lief nun mit nordöstlichem Kurs der Engstelle zwischen Lampholm und dem im Süden des Kirk Sounds liegenden zerbrochenen Sperrschiff entgegen. Die E-Maschinen wurden gestoppt
und das Boot marschierte mühsam durch die Strömung. Der Zerstörer war inzwischen von einem unwirklichen Schatten zu einer klar umrissenen Gefahr herangewachsen. Das kalte Licht eines starken Scheinwerfers tastete einem Leichenfinger gleich vom Zerstörer über die Wasseroberfläche. Jeden Augenblick musste der Strahl das türmende U-Boot erfassen. Schlagartig erlosch das Licht. Stattdessen blinkte ein anderes Licht von der Brücke des Zerstörers. Dem Code war zu entnehmen, dass nach einem Erkennungssignal gefragt wurde. Perrine entschied, darauf nicht zu antworten. Noch einmal wiederholte der Zerstörer den Morsecode. Es schien, als stünde U-47 kurz vor dem endgültigen Aus. Auf einmal drehte der Zerstörer ab und entfernte sich mit großer Geschwindigkeit. Wie war das möglich? Die Briten mussten das U-Boot mit einem auslaufenden Hochseefischer verwechselt haben, der ihnen nicht antworten konnte. Ein aufgetauchtes U-Boot schien so abwegig zu sein, dass man es gar nicht in Erwägung zog. Allen war bewusst, dass sie soeben um Haaresbreite dem Tod oder der Gefangenschaft entgangen waren. U-47 fuhr im Abstand von 100 Metern an einem der Blockschiffe des Scary Sound vorüber. Aus der Richtung von Scapa Flow waren gedämpfte Explosionen zu vernehmen. Wasserbomben. Dort suchte man scheinbar noch immer nach einem getauchten Boot. Die Sperre am Kirk Sound erschien unvermittelt aus der Dunkelheit. Backbord voraus lagen die Blockschiffe, an Steuerbord befand sich die Insel Lampholm. Prien ließ die Geschwindigkeit drosseln. U-47 würde dicht an dem zerbrochenen Wrack des südlichen Blockschiffes vorbeifahren müssen, um nicht vor Lampholm aufzulaufen. Der Gezeitenstrom war hier so stark, dass der Bug des U-Bootes dem Wrack schon gefährlich nahe kam. Es gelang, das Boot in dem Strudel zu stabilisieren und das Wrack bis zur Hälfte zu passieren. Hier steckte U-47 in der starken Strömung fest, ganz so, als wolle Scapa Flow die dreisten Eindringlinge nicht mehr gehen lassen. Prien befahl auf zweimal halbe Fahrt vorauszugehen. Es reichte nicht aus. Schon griffen die stählernen Träger und Streben des Schiffswracks nach dem U-Boot. Bei einer Beschädigung der Tauchzellen wäre U-47 seinen Feinden hilflos ausgeliefert. Entschlossen ließ der Kommandant alles aus den Dieseln herausholen, um dieser Gefahr zu begegnen. Das Wrack streifte U-47 leicht, bevor es achtern zurückblieb. Gerade noch rechtzeitig umsteuerte das Boot eine Landungsbrücke, die von Lampholm in den Kirk Sound ragte. An Backbord zog das versenkte Segelschiff vorüber. Die Sperre war überwunden. In der Ferne ertönten noch immer Explosionen. U-47 ließ die Engstelle zwischen Mainland und Lampholm hinter sich und setzte seinen Marsch mit südöstlichem Kurs fort. Das Boot fuhr in den Holmes Sound. Der Leuchtturm von Rose Ness kam in Sicht. Die Uhr zeigte 2.15 Uhr. Das Boot war raus aus Scapa Flow. Bis zum Einlaufen von U-47 in Wilhelmshaven am 17.10.1939 marschierte das Boot überwiegend nachts und wurde tagsüber auf Grund gelegt. Prien hörte am 15. Oktober den BBC und den Deutschen Rundfunk und erfuhr, dass sein Boot die HMS Royal Oak versenkt hatte. Das Schiff war ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, das 1916 an der Skagerrak-Schlacht teilnahm. Es hatte eine Verdrängung von 29.000 Tonnen Standard. Der Kapitänleutnant wunderte sich darüber, weshalb der getroffene Schlachtkreuzer, von dem er annahm, es sei die HMS Repulse gewesen, mit keiner Silbe erwähnt wurde. Unter strengster Geheimhaltung gelang es Endras auf dem Heimweg, ein Emblem für U-47 zu entwerfen, das er zunächst auf eine alte Seekarte übertrug und diese anschließend als Schablone für die Bemalung des Turms mit weißer Farbe nutzte. Der ikonische Stier von Scapa Flow war geboren, der mit schnaubenden Nüstern und hoch erhobenem Schwanz auf den Betrachter zuzustürmen schien. Prien war von dem Motiv überrascht und erkundigte sich, ob er das sein sollte und warum er so wild aussah. Endras erwiderte, nicht wild, aber entschlossen. Nach Besprechung. Der Angriff auf die HMS Royal Oak am 14. Oktober 1939 kostete 833 Menschenleben. Nach den Torpedotreffern und den Explosionen wurde das schnell sinkende Schlachtschiff für die noch lebenden Mannschaften zu einer Todesfalle. Ein an Backbord festgemachter Fischkutter, der als Verkehrsboot eingesetzt war, wurde aus dem Wasser gehoben, als die Royal Oak sich in Richtung Steuerbord umlegte.
Es gelang dem Schiffer, die Halteleine mit einer Axt zu durchtrennen, wodurch das Boot über den Rumpf des Schlachtschiffes rutschte und ins Wasser klatschte. Der Fischkutter rettete so viele Männer aus dem eiskalten Wasser wie möglich. Viele von ihnen hatten starke Verbrennungen am Leib. Ununterbrochen setzte der Schiffer mit seinen Scheinwerfer Hilferufe in Richtung des etwa 2 Meilen entfernten Flugzeugträgers Pegasus ab. Es vergingen etwa 2 Stunden, bevor von dort weitere Hilfe eintraf. Scapa Flow war infolge der Versenkung der HMS Royal Oak als Basis für die Home Fleet zu unsicher geworden. Man entschloss sich, die britischen Kriegsschiffe nach Loch Eve an der schottischen Westküste und dem Firth of Forth an der schottischen Ostküste zu verlegen. Durch Luftaufklärung waren den Befehlshaber der U-Boote diese beiden temporären Stützpunkte bekannt. Er sah die Verlegung voraus und ließ beide Ausweichhäfen durch U-Boote vermieden. Der erste im August 1939 in Dienst gestellte leichte Kreuzer HMS Belfast lief am 21. November im Firth of Forth auf eine Mine, die von U-21 verlegt worden war. Sein Kiel brach. Am 4. Dezember lief das britische Schlachtschiff HMS Nelson in Loch Eve auf eine von U-31 gelegte Mine und wurde so schwer beschädigt, dass es bis August 1940 für Reparaturen ins Dock musste. Um Scapa Flow zu sichern, entschloss sich der erste Lord der Admiralität Winston Churchill, die östliche Einfahrt der Bucht durch einen Damm schließen zu lassen. Der Bau dieser Churchill-Barriere wurde von 500 irischen und englischen Arbeitern sowie 1200 italienischen Kriegsgefangenen ausgeführt. Er erstreckte sich über 4 Jahre und kostete 2 Millionen Pfund. Die Besatzung von U-47 wurde am 18. Oktober 1939 von Hitler in Berlin empfangen. Dem Kapitänleutnant Günther Prien wurde das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Er war damit der erste Ritterkreuzträger der Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg. Die Männer seiner Besatzung wurden mit Eisernen Kreuzen ausgezeichnet. Über die Identität jenes Schiffes, das die Brückenwache von U-47 hinter der HMS Royal Oak gesichtet und angegriffen hatte, wurden während und nach dem Kriege verschiedene Theorien aufgestellt. Prien ging wegen der charakteristischen 2 Schornsteine davon aus, die HMS Repulse beschädigt zu haben. Tatsächlich zeigten auch Aufklärungsfotos der Luftwaffe vom 12. Oktober 1939 einen Schlachtkreuzer mit 2 Schornsteinen dicht neben der HMS Royal Oak. Der Befehlshaber der U-Boote vermerkte in seinem Kriegstagebuch, dass man U-47 per Funk über die Lage der fotografierten Schiffe informieren wollte. Zum Zeitpunkt der Übertragung lag das Boot aber auf Grund. Prien wusste also nicht, dass der Schlachtkreuzer neben dem Schlachtschiff vor Anker lag. Laut britischer Version wurde kein Schiff außer der HMS Royal Oak getroffen. Auch hätte sich die HMS Repulse in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober in See befunden. Tatsächlich existieren Augenzeugenberichte von Überlebenden darüber, dass die HMS Royal Oak einen Bugtreffer erhielt. Man ging an Bord zunächst davon aus, dass die Explosion aus dem Inneren des Schiffes gekommen war und hielt den Schaden für gering. Es wurde festgestellt, dass die Ankerkette an Steuerbord aus dem Schlipstopper gesprungen und vollständig ausgelaufen war. Das Wrack der HMS Royal Oak liegt heute in 30 Meter Tiefe auf der Backbordseite mit dem Kiel nach oben. Sie ist ein offizielles Kriegsgrab, von dem immer noch Gefahren wegen der im Rumpf verbliebenen Munition und dem Heizöl ausgehen. In 2006 wurde mittels Sonar sehr detaillierte Aufnahmen des Wracks angefertigt, die deutlich 4 Torpedotreffer zeigen. Einer davon hat den Bug schwer beschädigt.